Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Wild West Map. Der Umzug ist so gut wie erledigt. Hier oben ist nichts mehr, also da ist er. Da ist ein Traktor und wir fahren noch ein Stückchen. Ich muss, also es ist noch nichts gemalt hier. Dann werden wir rechts unsere Silageherstellung. Oder? Ist das Silage? Heu? Silage? Mischbutter. Und hier rechts Silo. Mitte ist Silage und links ist Mischbutterherstellung und da haben wir unseren Kuhstall. Alles direkt an der Straße, also können wir eben noch mal zeigen. So, und diese Freifläche, die Hälfte ist noch gar nicht belegt und hier immer noch Platz genug. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so viel Platz ist. Also hier ist noch genug Platz und ich habe hier Durchfahrhaltestellen und hinten die Hallen für Traktoren. Die Hallen geradeaus rechts sind noch übrig und ich schaue mal langsam, was wir nach und nach machen können. Als erstes schaue ich mal, was unser Feld noch macht. Ich habe das noch nicht verkauft da oben. Ist ja noch mal. Wir haben die zwei Felder ja noch. Wenn das mir zeigt. Die 11 und die 7. Die 11 müsste fast reif sein. Also die ist noch nicht reif. Die 11 kommt. Ein Vorbrauch ist nicht zu verkaufen. Missionen können wir gucken, was wir machen können. Und dann schauen wir, was wir brauchen für die Kühe. Die müssen wir dann auch mal irgendwann anfangen. Also es gibt meist gibt es hier die Zuckerrüben. Und ich glaube, ich versuche das mal. Wir machen das mit Gerät. Was gibt es mit Gerät? Na gut, bei über 300.000 ist mir das Miete egal. Wir schauen auf. Wir versuchen das. Wir haben Geld genug. Auf die 54 müssen wir. Das ist meiner, aber der kann keine Zuckerrüben. Da haben wir die Zuckerrüben. So, hier stehen Säcke im Weg. Wenn ich wollte, ich könnte nicht mal den Schneidwerkswagen nutzen. Ich hoffe, ich komme jetzt mal ohne Schneidwerkswagen durch die Straße. Versucht das einfach. Ja, aber so noch. Sie sind schon sehr eng geparkt. Ich gucke, ob ich den da zuerst nehmen. Dann müssen wir natürlich gucken, ob die 54 schon in unserer Liste ist. Natürlich nicht. Also, wo haben wir die 54? Es ist nicht klar ersichtlich, wie die nummeriert sind. Das ist die 54.
Ich könnte jetzt da hinfahren, das bringt mir aber nichts. Ist raus, links, rechts, schon da. Und wir fahren hier oben rum und kommen da an. Das könnte ich auch machen, da können wir den gleich den Haltepunkt machen. Das machen wir zuerst. Wir fahren so. Den Haltepunkt brauche ich, dann kann ich den nämlich automatisch abfahren lassen. Also der Ton gefällt mir nicht. Er quält sich schon gut. Aber seit der Ton ist er nicht. Also. Das sind mir amerikanischen Trucks lieber. Er ist schön ruhig. Das Video ist das gut. Stört er mich nicht. So, wir müssen einen weiter, da ist noch keine Linie. Also machen wir eine. Dann müssen wir mal anlegen. So, nicht vergessen. Den ein bisschen vorziehen und dann verbinden wir den auch schon mal. Block sind wir da. Das ist vom Ton, da weiß ich nicht, das ist ein E-Auto. So, dann verbinden wir den auch schon mal hier. Immer gleich mitmachen, damit das Netz immer größer wird. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier links reinkommen. Hier wird aus. Schöner Punkt. Den machen wir aus, fahren weiter und machen dann einen neuen Punkt in Blau. Den machen wir jetzt hier hin. Fahren wir da rein und wieder raus. Dann sind wir halbwegs glücklich. So, was wir gleich machen hier ist Haltepunkt. Das ist Feld 54. Und ich mache gleich die Route rundherum, damit wir beim Abfahren besser wegkommen. Hier ist etwas eng. Ich hoffe nicht, dass wir da irgendwo in den Bäumen hängen bleiben. Aber diese Abfahrtslinie ist sehr hilfreich. Felder sind groß sind, jetzt hänge ich im Baum fest. Das ist ärgerlich. Wieso hängt der so nah am? Muss der so nah am Feld hängen? Dann müssen wir doch durchs Feld fahren. Das ist nicht schön. Falsch, klar. Ausmachen, wegmachen.
brauchen den blauen Punkt, damit wir in beide Richtungen fahren können. Jetzt fahren wir ein bisschen so, damit wir sehen, wenn wir wieder irgendwo hängen bleiben. Ist ein großes Feld. Ja. Nicht aufgepasst. Schauen wir mal, ob wir den Drescher fahren können. Hoffentlich, dass er nicht immer hängen bleibt. Du musst zurück. Du warst gerade etwas zu schnell. Weg. 9. Also die Seite ist besser, da ist Platz zum Fahren. So, gucken wie die Stirnseite ist. Geht ja wieder darum, dass der vom Feld runterkommt, wenn er voll ist und abfahren kann. Jetzt will ich auf dieser Seite gucken, dass wir irgendwann eine zweite Ausfahrt finden. Aber das machen wir, glaube ich, dann, wenn der voll ist. Aber da ist es auch wieder hin. Das heißt, hier gehen wir auch wieder übers Feld. Ich kann nicht über die Straße fahren, weil beim Rausfahren bitte jedes Mal in den Bäumen hängen bleiben. Also nehmen wir im Kauf, dass wir einfach hier über den Acker fahren. Ist nicht schön, aber ist so. Wir haben eh Zeit, bis der Drescher da ist. Oder der Roder. Kartoffeln werden nicht gedroschen, sondern gerodet. So. Jetzt will ich ihn nur noch verbinden. Dann müssen wir gucken, wo wir hinfahren müssen. Wenn das weit ist, dann schicken wir noch einen zweiten Abfahrer hin. Ich werde selber auch noch einen Truck mit auflegen. So, jetzt nicht so schnell. Wir müssen unsere Linie finden. Da ist sie. So. Verbinden. Und die Rausfahrt. Nee, das ist der falsche, den muss ich haben. Feeding Green South. Habe ich mit Sicherheit noch nicht. Nein, also den muss ich doch finden.
So, wo haben wir? Wieder ein Grain South, müssen wir jetzt suchen. South wäre Süden, das ist schon mal gut zu wissen. Feeding Grains South gefunden. Der ist ja gleich daneben. Das ist gut. Da kommen wir dann gleich da raus. Versuchen wir das mal. Ich müsste, glaube ich, erstmal gucken, wo der Ruder hängen geblieben ist. Ah, der ist noch gar nicht raus, der. Nicht mal um die Ecke gekommen. Das ist traurig. Gut, also. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Rechtsraum. Wieder rechts rum. Dann können wir die Fahrt zurück auch mitmachen hier. Wenn wir es dann gefunden haben. So, dann gucken, welcher das ist. Nee, schauen wir da mal. Da setzen wir unsere Markierung hin, das ist, glaube ich, das Einfachste. Denn das sind zwei Punkte verkaufen. Ob ich der Richtige ist, da hinten ist er. Könnt ihr den rumfahren? Schwer zu drehen da vorne. Ich versuch's trotzdem mal. Rumfahren wird auch reichlich eng, aber ich weiß ja nicht, wie ich da drehen soll. So, Feed. Das funktioniert hier, weiß ich noch nicht, in dieser Kurve. Das sehen wir dann. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück hier.
Auch wenn ich da hinter dem Gebäude herfahren würde, die Kurve muss ich trotzdem machen, um da rauszukommen. Entweder das oder ich fahre von anderer Seite, muss ich genau die Kurve reinmachen. Ich glaube nicht, dass es das einfacher wird. Lass uns überraschen. Das richtig sehr, denn Roda den Weg gefunden. Das ist doch genial. So. Und dann mal aus. Die Richtung. Die Richtung. Geradeaus geht keiner. Nein. Das heißt, wir können da Schluss machen. Drescher. Feld 54. Und Abfahrt Feeding Green South. Versuchen wir es mal. Du bist da und dann können wir dich gleich hier abfahren lassen. Und hoffen, dass das funktioniert. Einmal aufklappen, entblättern lassen. Höchst interessant. Also er arbeitet schon sehr gut. Das war gut. Ich brauche keinen zweiten Abfahrer an die kurze Strecke. Das ist das Schöne. Er ist nicht wieder voll, bis der Abfahrer da ist. Zeit ist wieder oben, Videos zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare, lasst einen Daumen und bleibt gesund. Bis dann.